Ein herzliches Grüß Gott und Dankeschön fürs Reinschauen auf meinem YouTube-Kanal. Habt viel Spaß beim Schauen. Grüßt euch, meine lieben YouTube-Freunde. So, jetzt trinken wir mal ein schönes Feier und Bier. Schönes Guinness. Und dazu ein schönes Pfeifchen von Roger Wallenstein. Da habe ich einen schönen Tabakproben bekommen von Kevin. Den V150 habe ich jetzt da drin. Danke nochmal, Kevin. Siehst du, es wird alles vernichtet, was ich von dir bekomme. Und jetzt sitze ich da schön bei meiner Terrasse draußen und genieße jetzt den Feierabend. Ja, da liegt mir noch ein kleines Anliegen am Herzen, das würde ich dann gleich mal sagen, um was das geht. Das Video wird heute nicht lange, keine Angst. Als erstes mal ein schöner Obstler. Prost, schönes Wochenende, liebe YouTube-Freunde. Und natürlich nicht vergessen, Guinness-Bier. Das ist schon was Feins. Ja, um was das geht, meine lieben YouTube-Zuschauer. Ich muss das jetzt unbedingt ansprechen, weil das lasst mir jetzt keine Ruhe nicht. Ich will da nichts Neues aufwühlen, aber das muss ich mir einfach von Herzen reden, weil ich bin da so, das muss ich einfach ausgesprochen haben und fertig. Und zwar könnt ihr euch doch erinnern, wo ich den kleinen Zwist gehabt habe mit dem Helmut. Ist ja alles vorbei, alles vergessen. Ich will da nichts aufwühlen, Gottes Willen. Aber was mir aufgefallen ist, das habe ich da mal bei YouTube mal nachgeschaut, da gibt es also Listen, da habe ich noch nie nachgeschaut, wie viele Zuschauer das du hast, wie viele neue Abonnenten das dazu gekommen sind, was gibt es da noch? Ja, was weiß ich alles, ich habe da noch gar nicht nachgeschaut, bin ich ganz ehrlich. Aber mir ist da aufgefallen, da wo ich den Zwist gehabt habe mit Helmut, und das muss ich sagen, das ist schon irgendwie traurig, dass es sowas gibt, und das war genau das, war nichts anderes, das weiß ich hundertprozentig, wo der Helmut und ich uns ein bisschen soft haben, gell Helmut? Die Spitzen rauf, so viele Zuschauer habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Das war genau an den, ja, ein, zwei Tagen. Wo wir uns ein bisschen hin und her geschoben haben. Alles schön und gut. Dann hatte ich das Problem mit meinem PC, einen PC mit dem YouTube, und dann hat dann jeder gemeint, ich habe jetzt da, bin halt dann verschwunden, ne? Und dann war ich auf einmal wieder da, ne? Dann ist das wieder gegangen, was das auch immer war, keine Ahnung, ich bin da quasi ein PC-Experte. Ich muss lachen. Was war wieder die Spitzen? Rauf, und dann ist nichts mehr gekommen, runter, über 1200 oder was weiß ich, Zuschauer,
haben da reingeschaut. Ist schon eigenartig, gell? Wenn sich zwei Menschen streiten, gibt es den lachenden Dritten und der freut sich und denkt sich, oh, hoffentlich drückt ihm der einen rein, oh, hoffentlich drückt ihm der einen rein. Und Helmut, ich glaube, dass bei dir bestimmt dasselbe war, da sind die Spitzen raufgegangen und wieder runter, wenn du mal nachschauen darfst. Da würde mich sehr gefreut, wenn du was dazu sagen darfst. Mich würde es interessieren, ob das nicht bei mir war oder bei dir auch. Ich denke aber, dass es bei dir auch war. Ja. Und dass ich, was ich damit sagen will, das ist schon traurig. Wie soll ich sagen, wenn man da nur reinschaut, dass man da sieht oder hört, was der andere über den anderen schimpft. Okay. Wie selbe, sag jetzt mal, wenn du auf der Landstraße fährst, ist ein Unfall, kommt jeder daher, wie es so ist, das ist ja so. Zack, 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 bitte mal, und da schau her und so und so. Und der Mensch ist schon echt abartig geworden irgendwie, finde ich. Ja, das wollte ich eigentlich bloß einmal sagen, also das ist, das finde ich nicht schön, sowas. Und ich sage es jetzt auch so, wie es ist, die YouTuber da, die wurde bei mir reingeschaut haben, was gemacht haben, die können jetzt wieder was Neues hören von uns zwei. Ja, die können, das können sie auch bleiben lassen, brauche auch nicht kommen zu mir. Auf sowas kann ich gern verzichten. Nein, ist Tatsache, ich kann wirklich verzichten. Ja, das wird eigentlich bloß sagen. Ja, und dann habe ich noch ein schönes Messer gekriegt von Matthias. Matthias ist der letzte, neueste Abonnent. Der hat mir das Messer zukommen lassen. Ein schönes Messer. Matthias. Den Griff, den habe ich jetzt ein bisschen einlassen in Öl. Da gibt es extra so ein Grifföl. Die Klinge habe ich auch ein bisschen einlassen. Tadellos und wie du versprochen hast, ist sauscharf das Teil. Freut mich wirklich. Danke nochmal für den guten Preis. So, meine lieben YouTube-Freunde, jetzt lehne ich mich gemütlich zurück. Trink nochmal auf euer Wohl. Danke wieder fürs Zuschauen, für das positive Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Auf euch und wünsche euch wirklich von ganzem Herzen ein super schönes Wochenende. Soll ja, das Wetter soll ja echt super sein oder werden oder bleiben. Was ich machen werde, ich werde morgen früh werde ich als allererstes, denke ich mal, Flohmarkt fahren, das ist wieder Flohmarkt. Dann werde ich zu 80%, ich muss jetzt mal schauen, erstmal mit meiner Frau noch mal im Biergarten gehen. Und dann werde ich ins Tollwut fahren. Bei uns ist er seit gestern, ja, 16 ist das Tollwut gegangen in München. Und das werde ich mir dann einmal anschauen, wie ich mal rumgehe. Wenn ich es mal nicht schaffen werde, dann werde ich am Sonntag das 100%ig machen, weil es wieder so ein brutal schieben. In diesem Sinne, meine lieben YouTube-Freunde, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Albert, 40 und Dankeschön fürs Reinschauen. So bleiben. 40. Ach ja, ich weiß ja noch sagen, ich tue den kleinen Anhang mit der Spitze, hänge mal drauf, nicht dass du sagst, der verzählt da einen Schmarrn. Also dann nochmal 40.